Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Hannah, Hannah Secret. Ich kläre hier gerne ein bisschen auf und rede über Themen, über die keiner so richtig spricht. Heute auch wieder ein Thema, über das wir dringend reden müssen, weil es gerade irgendwie ganz komisch wird. Ja, ich bin heute an meinem anderen Setup, also in Niedersachsen, nicht in Schleswig-Holstein. Deswegen sieht es hier ungewohnt gewohnt aus. Also Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich mal hier, mal da bin. Und deswegen nehme ich heute das Thema von hier auf. Wenn du mich noch nicht kennst, aber sagst, hey, du bist interessant, Hannah, ich würde dich gerne supporten, dann kannst du mir an dieser Stelle gerne schon mal folgen und natürlich darfst du auch dem Video am Ende ein Like geben, beziehungsweise hier sagt man ja einen Daumen nach oben. Natürlich gibt es von mir auch auf Instagram immer spannende Sachen zu entdecken, deswegen darfst du mir an der Stelle auch gerne da folgen. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist ein Thema, was ich ein bisschen komisch finde. Also komisch einfach in Hinsicht darauf, dass das eine Art Trend geworden ist, Dinge zu behaupten, um dann etwas hervorzurufen. Ich möchte mich heute über das Thema Deep Throat Trends reden. Es gibt viele. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich kann jetzt mal behaupten, ich halte die Nase zu und dann kann ich besser den Reflex unterdrücken. Ist jetzt einfach mal ein neuer Trend und ich behaupte das jetzt einfach mal, dass es so ist. Probier es doch gerne mal aus und ich denke, es wird dir richtig gut gefallen. Spaß. Eigentlich ist es kein Spaß, denn genau solche Trends gibt es auf TikTok, dass genau irgendwie Leute sagen, so du musst den Finger da 5 Sekunden hinmachen oder du musst 10 Sekunden hier irgendwie so halten und dann tickst du dir nochmal gegen die Stirn. Und ich meine, wenn ich mir persönlich gegen die Stirn haue, dann merke ich halt irgendwann auch keine Einschläge mehr. Es gibt wirklich richtig viele von diesen Trends. Also ich habe das nochmal gegoogelt. Es gibt unglaublich viele Hacks oder Mysterien, die darüber aufklären sollen, was es so ja, gibt, damit man halt besser den Würgereflex unterdrücken kann. Denn darum geht es letztendlich bei der ganzen Geschichte. Und es soll natürlich das Thema Deep Throat ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, beziehungsweise ein bisschen mehr sagen, hier, das kannst du machen, damit du besser quasi tief schlucken kannst und es deiner Freundin und dir gefällt. Dieses ganze Thema, ich glaube, das müssen wir erstmal ein bisschen aufschlüsseln. Ich habe schon oft über Deep Throat gesprochen, aber ich spreche es jetzt hier gerne nochmal wieder an. Ist eigentlich was, was aus dem Erwachsenenfilm kommt, klar. So ein Trend, dass der Mann es halt ganz gerne sehen mag, wenn alles in dem Mund verschwindet und die Frau quasi alles verschlingt. Aber dazu gehören halt immer zwei, also mindestens. Und es geht darum, dass es der Frau oder deinem Gegenüber, halt wenn du jetzt aus der männlichen Sicht das siehst, auch gefällt. Und der Fehler, der halt oft gemacht wird, ist, dass versucht wird zu überzeugen und dann das dem Gegenüber vielleicht nicht so gut gefällt. Oder aber auch unter Druck irgendwie versucht wird, das Ding halt möglichst tief in den Mund reinzukriegen. Und dann bezweckst du das, was eigentlich nicht so sein soll, nämlich dass man natürlich wirkt, das als nicht schön empfindet und abstoßend. Und so soll es ja nicht sein, denn beide sollen ja daran Spaß haben. Jetzt könnt ihr natürlich diese ganzen Tricks ausprobieren. Wie jetzt zum Beispiel auch dieses Ding mit dem Daumen. Wenn man den Daumen irgendwie so in der Hand hält, soll man ja angeblich auch den Daumen ganz so drücken und dann auch den Finger weit reinstecken können und keinen Würgereflex haben. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich kann es auch ohne den Daumen gedrückt haben, genauso weit machen. Ja, für den einen oder anderen mag das jetzt gerade eklig erscheinen. Also, Fakt ist, es gibt einen Würgereflex und das ist auch gut so. Denn dieser Würgereflex, der sorgt eigentlich dafür, dass wir, wenn wir zum Beispiel Speisen essen und irgendwie aspirieren, also in die falsche Röhre kriegen, nämlich nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre, wir das Ganze wieder rauswürgen. Weil da gehört es halt nicht hin. Und das ist eigentlich ein guter Mechanismus unseres Körpers, zu sagen, hallo, Achtung,
Raus damit. Wie jetzt zum Beispiel auch, wenn wir Wasser schlucken oder unter Wasser sind und zu drohen zu ertrinken oder so. Das soll da ja wieder raus. Das muss da raus. Das darf da nicht rein. Deswegen, bei solchen Experimenten ist es natürlich auch immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch eine kleine Gefahr, wenn man sich das zu sehr abtrainiert. Auf Dauer, wenn man mal in eine Situation kommt, wo es sein kann, dass man diesen Würgereflex benötigt, dass er nicht so da ist. Wobei ich denke, wenn man halt vielleicht in so krassen Situationen ist, dass das Mindset da nochmal ein anderes ist und man diesen Würgereflex hoffentlich dann noch hat. Aber ich sage euch heute, weil darum geht es mir auch, wie ihr den richtig abtrainieren könnt, beziehungsweise es wie euer Gegenüber oder wenn ihr jetzt in der Situation eures Gegenüber seid, ein bisschen angenehmer machen könnt und dazu Stück für Stück hinarbeitet, dass es wirklich dieser Deep-Throat wird und nicht irgendwelchen Trends für irgendwelche Klicks auf TikTok folgt. Ich bezweifle das sehr stark, dass das nur weil es mit einem Finger funktioniert. Jeder hat ja auch eine andere Länge des Fingers. Meine Finger sind sehr lang und ich habe jetzt eine sehr weit hinten reingeschoben. Aber das hat noch nichts zu bedeuten, denn das, um was es da natürlich geht, das ist nun in der Regel noch ein bisschen länger und ein bisschen dicker und nicht nur so ein Finger. Und da müsste man natürlich diesen Trick auch mit einem solchen Gegenstand durchführen und nicht einfach nur mit einem Finger. Videos auf TikTok sind wahrscheinlich einfach nur für Klicks da, um das ganze Thema natürlich anzusprechen. So ein Thema in der Gesellschaft oder auf TikTok gibt immer viel Klicks. Dann macht man einen Trick dazu und hat Reichweite gewonnen. Im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass du dadurch deinen Würgereflex abtrainiert hast. Wie geht es also richtig? Wichtig ist, du musst es auf jeden Fall wollen. Du musst das wirklich möchten. So. Also nicht einfach nur mein Gegenüber will das, sondern ich möchte das als Part, der es gerade durchführt und lasse mich darauf ein. Weil wenn du dich dagegen sträubst und verspannt bist und die Muskulatur sich verspannt, funktioniert da nichts. Das hat auch alles was mit Muskulatur zu tun. Also entspannt sein, dann Stück für Stück. Also wirklich nicht reinprügeln und es geht nichts mehr, sondern Stück für Stück und du bestimmst das Tempo. Es gehören auch immer zwei Parts dazu. Also wenn jetzt ich sag jetzt einfach mal männliche Part, wenn der männliche Part dabei ist, sollte er keinen Druck ausüben, er sollte sich das Ding nicht tief reinschieben. Du bestimmst das Tempo. Es gibt bestimmte Positionen, die dafür leichter gemacht sind, um das durchzuführen. Und es gibt bei dem Mann auch eine bestimmte Anspannung der Muskulatur, die hilft, dir da besser mit klarzukommen. Also es ist so ein Zusammenspiel. Ihr solltet auf jeden Fall das üben, gut sprechen darüber und ganz wichtig ist atmen. Atmen im Sinne von durch die Nase atmen. Das hört sich komisch an, durch den Mund kannst du ja eh nicht atmen, wenn da was drin ist, aber durch die Nase atmen. Dich wirklich auf deine Atmung konzentrieren und dann das zulassen, dass er weiter reinrutscht. Um das Ganze in Trockenübung zu üben, bevor ihr zu diesen ganzen Steps kommt, sage ich dir gleich auch noch etwas. Wenn ihr dann das Ganze soweit schon habt, dann könnt ihr das erstmal 10 Sekunden machen, dann wieder eine Pause machen. Wieder 10 Sekunden, eine Pause. Pausen sind dabei super entscheidend. Wenn du deinen Würgereflex wirklich abtrainieren möchtest, dann ist es ja, wie das Wort schon sagt, ein Training. Das heißt, es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern du musst das wirklich abtrainieren. Immer wieder wiederholen, mehrmals täglich, mit kleinen Übungen, die ich dir gleich noch sage. Und dann wird es auch irgendwann funktionieren, aber nicht durch irgendeinen Trend, der gerade auf TikTok ist. Ihr habt ja eben gesehen, ich kann mir meinen Finger wunderbar da hinten reinschieben und es passiert noch nichts. Dann gibt es diesen Zahnbürstentrick, das heißt, ihr könnt mit der Zahnbürste gucken, wo euer Würgereflex ist. Da könnt ihr dann halt auch so weit gehen, wie ihr es schafft, 10 Sekunden halten, wieder rausziehen. Das wiederholt ihr immer und immer wieder. Wieder 10 Sekunden halten, rausziehen. Und wenn ihr diesen Trick schon ziemlich gut beherrscht, könnt ihr eine Nummer weitergehen, also das Ganze mit einem Toy ausprobieren, dann auch wieder mit der Trockenübung. Wieder 10 Sekunden halten, auf die Atmung achten, durch die Nase atmen, pausieren und das Ganze wiederholen. Und wenn ihr euch in dieser Trockenübung wirklich gut fühlt und sicher fühlt und sagt, ich möchte das jetzt mit meinem Partner ausprobieren, dann könnt ihr diesen Step gehen, den ich davor gesagt habe, dass ihr das mit eurem Partner so ausprobiert. Aber wirklich nur, wenn beide damit einverstanden sind. Wenn es Zeichen gibt, auf die beide achten können, zum Beispiel auch ein Stopp
oder keine Ahnung, auf den Boden klopfen oder auf den Tisch oder irgendwo, wo gar nicht mehr geht und man dann wieder zurückgeht. Also es muss wirklich ein langsames Üben sein. Es kann, darf kein Unterdruck sein. Das ist dabei ganz, ganz wichtig. Das war es eigentlich auch schon zum Thema Quatsch, der schon wieder auf TikTok kursiert. Also es ist so, dass man sich den Würgereflex abtrainieren kann. Ja, aber es funktioniert nicht in irgendwelchen paar Sekunden durch kleine Spiele, die im Internet kursieren. Also ich der Meinung, sollte so nicht funktionieren. Ihr könnt es ja gerne mal testen und mir sonst euer Feedback gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr meint, doch, Hanna, ich habe das aber schon ausprobiert, das funktioniert wirklich mit großen Gegenständen, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst mich natürlich auch sehr gerne wissen, was euer Wunschthema ist für die Zukunft. Wichtig ist immer, egal, ob ihr heranwachsen seid, ob ihr jetzt schon im gefestigten Alter seid oder wie auch immer, lasst euch zu nichts drängen, macht nur das, was euch Spaß macht. Am besten ist dann, wenn es euch beiden zusammen Spaß macht oder zu dritt oder zu viert oder was auch immer. Und geht euch aus. In diesem Sinne sage ich, bleibt unanständig. Dicken Kuss auf die Nuss und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.